Wunderschönen guten Tag, willkommen zu einem neuen Part beim Town of Salem Tutorial. Wie immer zusammengearbeitet mit Giacomo vom Channel Libercade. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr da einen Link mit der Playlist, in der all unsere Tutorials zusammengefasst werden, damit ihr schneller zu den Videos kommt. Und ihr findet eine Liste, wer von uns welche Rolle übernommen hat. In der heutigen Folge befassen wir uns mit dem Veteran. Er ist ein Town Killer. Er kann in Alarmbereitschaft gehen und wenn er in Alarmbereitschaft ist, kannst du nicht getötet werden. Das heißt, du tötest jeden, der dich besucht. Egal ob Town, nicht Town. Egal ob der Angreifer auch nachtimmun ist oder nicht. Insgesamt kannst du jedoch nur dreimal in Alert gehen und gewinnst mit anderen Town-Mitgliedern sowie mit überlebenden Survivern. Für den Sheriff bist du nicht verdächtig, weil du Mitglied der Town bist. Der Investigator sagt, du hast Waffen, Vigilante, Veteran oder Mafioso und der Consigliere weiß, dass du Veteran bist. Der Veteran gehört mit zu den einzigartigen Räumen. Das heißt, wenn jemand Veteran claimt und ein Veteran ist schon tot, steht der Lügner fest. Und du kannst dich mit Hilfe der Death Note confirmen. Das heißt, du kannst reinschreiben in die Kill Note, I am the Veteran und dann schreibst du deinen Namen hin oder Greetings from, der Name oder sonstige Hinweise auf dich. Aber Vorsicht, die Hexe kann das ausnutzen. Sollte es eine Hexe geben, kann sie natürlich verschiedene wichtige Townrollen auf dich schicken, in der Hoffnung, durch deinen Alert diese Person zu töten. Und die Person kann nichts dagegen machen. Ein Doktor kann die Person heilen, die von dir getötet werden würde. Das heißt, achte auf die Benachrichtigung und die Tode. Wenn es in deiner Benachrichtigung heißt, you attacked someone, zwei Leute attackiert und einmal heißt es, somebody tried to kill you, but in alert you can't be killed oder sowas ähnliches und es stirbt nur eine Person, heißt das schon mal, dass einer deiner Besucher protected wurde. Wenn kein Angreifer gestorben ist, zum Beispiel ein Sheriff stirbt, ein Investigator, ein Konsort oder sonstiges, weißt du, Doktor, du hast einen Killer geheilt, ich hätte ihn sonst getötet. Da musst du aber vorsichtig sein, wenn du dich da vertust, kann das zu Problemen führen. Auch wenn du den Besucher tötest, verrichten sie immer noch ihr Werk. Das heißt, wenn ein Blackmailer dich besucht, wirst du geblackmailt, auch wenn du ihn erschossen hast, du wirst gedaust und transportiert. Wenn der Werwolf dich attackiert, sterben beide, sofern du alertest. Der Bodyguard kann dich nicht retten. Der Doktor jedoch kann dich oder den Werwolf heilen. Das heißt, wenn der Doktor den Werwolf aussucht, stirbt der Doktor, aber nicht der Werwolf. Oder du überlebst und der Doktor stirbt. Dein Alert geht durch Nachtimmunität. Aus dem Grund kannst du auch Arsonisten, Godfather, Serial Killer und eben Werwölfe töten. Wetbaits sind ein sehr zweischneidiges Schwert, weil sie häufig dazu führen, dass du eher Townies killst als Bösewichte. Zum Beispiel, wenn du sagst, ja hier, ich bin Invest, dann geht ein Town Protective auf dich oder ein Lookout und du alertest, dann tötest du Townies eher, als dass du Mafia-Member tötest. Auffällige Namen. Wenn du einen besitzt, ist natürlich ein Nacht-1-Alert sehr möglich. Jedoch aufpassen, viele Protectives und Lookouts achten auch darauf. Das heißt, ich als Lookout oder Protective gehe häufig in der ersten Nacht auf auffällige Namen, weil sie eben dafür prädestiniert sind, gekillt zu werden. Und noch ein extra Ansatz von Dexter, den vorgeschlagen hat, nicht Survivor Claim, das ist sehr wichtig, denn Survivor Claims werden häufig untersucht, vielleicht sogar beschützt, man weiß es nicht, oder durch einen Transporter eben ausgenutzt. Und damit würdest du eher einen Townie töten als Bösewichte. Weil ja viele Bösewichte auch Survivor am Leben haben wollen. Zum Abschluss noch ein kleines Beispiel, wie man als Veteran zum Beispiel vorgehen kann. Ich war in der Runde Veteran als Day of Trial und habe hier relativ aggressiv darauf hingewiesen, dass Dillard Lawson auf jeden Fall ein Lügner ist, entweder Executioner oder Jester, weil er einen falschen Claim hingeschrieben hat. Man sieht das hier. Es heißt natürlich Sheriff Exe Werwolf und er hat gemeint Werwolf oder Godfather oder irgendwas in der Richtung. Und ich wurde in der folgenden Nacht gejailt, habe ihm dann erzählt, dass ich Veteran bin,
damit eben alles gut ist. Außerdem wurde ich von der Mafia attackiert, wie sich in der nächsten Nacht am nächsten Tag herausgestellt hatte. Daraufhin geschah Folgendes. Ich bedanke mich zunächst einmal, dass ich eben protected wurde. Und weil der Jailer am Ende der Nacht noch reingeschrieben hat, er hat einen zweiten Town Protective Claim, einer war tot, und ein Retri-Claim, musste ich ihn natürlich direkt darauf hinweisen, wenn du einen Retri-Claim hast, ist es eine Lüge, mitnehmen, exekutieren. Es ist zu 100% eine Lüge. Kann gar nicht anders sein. Das mache ich hier nochmal richtig deutlich die ganze Zeit über. Bin also halt sehr aktiv im Chat. Und weiterhin wird darauf bewiesen, dass Lawson auf jeden Fall ein Lügner sein muss, weil sein Ergebnis falsch war. Dann gibt das im Prinzip auch schon langsam zu. Der Hinweis, dass Retri einzigartig ist, muss natürlich auch nochmal kommen. Und ich habe mich dann hier schon am Tag festgelegt, ich werde auf jeden Fall einen Alert nutzen, weil ich viel zu aktiv war und die es ja schon mal versucht haben, mich zu töten. Sodass es hier am Ende sogar richtig war, weil ich wurde attackiert, die Mafia wollte mich tot sehen und sie haben es ein zweites Mal versucht. Das heißt, Timing wichtig, wenn ihr aktiv wart und im Prinzip gezeigt habt, dass ihr mit der Town spielt oder Town seid, immer mal überlegen, nutzt einen Alert, ja oder nein. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß und vor allen Dingen habt nun eine kleine Hilfe bekommen. Wenn ihr Fehler findet oder Fragen habt, einfach Bescheid geben. Ich versuche dann darauf einzugehen, beziehungsweise es zu verbessern. Bis dann noch einen schönen Tag und viel Spaß. Ciao.